Herzlich willkommen, Herr Jahn. Wir freuen uns ganz sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, unseren Business Management MOOC mit Ihren Erfahrungen im Business Management in schulischen Lernprozessen zu unterstützen. Wir, das sind Gabriele Vollmer und Dirk Liesch. Gabriele kann heute leider am MOOC, also an dem Interview, nicht live teilnehmen, aber ich denke, wir können uns auch sehr gut dazu verständigen. Und Herr Ansgar Jahn ist Dozent an der staatlichen Gewerbeschule für Gastronomie und Ernährung. Ich habe gesehen, hauptsächlich im IT-Umfeld tätig. Und somit würde ich jetzt die Vorstellung an Sie selber übergeben, weil Sie sich sicher besser vorstellen können, als ich das kann. Ja, vielen Dank erstmal an Herrn Liesch und vielen Dank an Frau Vollmer. Der Kontakt kam ja zustande über den Business Management Kongress in Stuttgart, wo wir kennengelernt haben. Und daraufhin kam die Initiative mit der heutigen Veranstaltung hier. Und ich freue mich sehr darauf. Ja, ich bin Dozent an der staatlichen Gewerbeschule Ernährung, Gastronomie Ernährung in Hamburg und Hotelfachschule Hamburg. Jetzt mittlerweile seit 11 Jahren. War vorher 25 Jahre im sogenannten Corporate Business Travel Bereich unterwegs, sprich im Reisebüro. Habe das auch studiert in Heidelberg und jetzt seit 11 Jahren eben an der Schule und habe dann nochmal ein zweites Studium gemacht als Lehrer für Fachpraxis, um das pädagogische Konzept zu untermauern. Ja, das wäre ganz kurz zu meiner Person. Dann würde ich jetzt auf die Präsentation mal umschalten. Ja, das Thema heißt Business Management in schulischen Lernprozessen. War wie gesagt Bestandteil jetzt der Präsentation, die jetzt für die heutige Veranstaltung etwas runtergebrochen worden ist von dem Business Management Kongress in Stuttgart. Kurze Vorstellung zu unserer Schule. Wir sind eine Gewerbeschule und auch in Hamburg die größte Gewerbeschule mit etwas knapp über 2500 Schülern und knapp 130 Lehrkräften. Sind momentan verteilt auf 5 Standorte, die ungefähr im Umkreis von knapp 2 bis 3 Kilometer entfernt auseinander liegen. Von daher nicht auch organisatorisch und auch fürs Wissensmanagement da schon gewisse Herausforderungen bestehen. Schwerpunkt ist an der Schule, kann man den Bildern schon etwas entnehmen, halt alle gastgewerblichen Berufe, von Koch über Hotelfachleute, Fachkräfte, Systemgastronomie, das ist der größte Teil in der Berufsschule und in der Hotelfachschule ist der etwas kleinere Anteil, was jetzt die quantitative Betrachtung angeht. Dort haben wir ungefähr 250 Studierende, die nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung und mindestens 1 Jahr Berufserfahrung an die Hotelfachschule Hamburg sich bewerben können, um dort in 2 Jahren ihren staatlich geprüften Betriebswirt der fachlichen Hotellerie Gastronomie bei uns absolvieren können. Ja, das wäre mal ganz kurz zu uns. Hier ist nochmal ein paar kleine Bildchen, dass man so einen kleinen Eindruck hat. Wir werden mal schauen, ob wir nach der Veranstaltung hier denn nochmal die Links entsprechend aktivieren können. Dann hat man nochmal einen Blick auf die Website und kann sich das etwas genauer anschauen. Ja, ansonsten, wir liegen mitten im Herzen von Hamburg, zentral gelegen in Hohenfelde und alles schmuckes Gebäude und sind dort eben jetzt schon seit, ja, ich glaube, so 40 oder 50 Jahre schon zugange. Ja, ein Vollzeitstudium ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Also ich bin auch in der Berufsschule eingesetzt im Bereich der Zusatzqualifikation Hotelmanagement, aber Schwerpunkt ist doch auf jeden Fall der Bereich der Hotelfachschule, wo ich im Prinzip ganz normal als Lehrer dort dann eingesetzt bin, in unterschiedlichen Fächern. Ich habe das hier jetzt mal kurz eingeblendet, wie gesagt, als Reisebüro studiert, dann Lehrer zur Fachpraxis gemacht und unterrichte eben alles, was mit touristisches Marketing, E-Commerce zu tun hat, Online-Marketing, Betriebsorganisation, IT-Management und so weiter. Und als weitere Tätigkeiten eben bin ich verantwortlich für die gesamte IT-Administration mit 2 weiteren Kollegen für die gesamte Schule und mache eben auch die Betreuung für das Wissensmanagement, was der heutige Schwerpunkt ist der Präsentation. Das mache ich jetzt seit 2004 und dann betreue ich nebenbei noch die sozialen Netzwerke auch mit ein paar Kollegen zusammen. Ja, das zur kurzen Vorstellung. Für alle, die jetzt Hamburg vielleicht nicht so kennen oder jetzt das schulische Umfeld nicht so gut kennen, gibt es ja so einen kleinen Überblick, wie das System, im Prinzip, also in welchem System wir eingebettet sind. Das heißt,
Wir haben hier einmal auf der linken Seite unsere vorgesetzte Schulbehörde, das ist eine staatliche Schule. Deswegen bezahlen die Schüler auch keine Studiengebühren bei uns. Und das Hamburger Institut für berufliche Bildung ist sozusagen unsere vorgesetzte Dienststellenbehörde, über die sozusagen alles verwaltet und gemanagt wird. Dann haben wir oben unsere Ausbildungsbetriebe, davon haben wir einige hundert, weil wir 2500 Schüler haben. Das sind dann Schwerpunkte in Restaurants und Hotels in Hamburg. Wir haben sehr viele Kooperationen. Da ist jetzt exemplarisch nur mal die DEHOGA genannt, ein sehr wichtiger Partner, aber gehört auch Hamburg Tourismus mit dazu. Für die IDB haben wir eine große Veranstaltung in Berlin. Und ja, das sind eben wir und unser Kerngeschäft heißt natürlich Unterricht. Und deswegen heißt es eben auch Wissensmanagement in schulischen Lernprozessen. Ja, warum machen wir Wissensmanagement? Das hat den Hintergrund, dass es eine Drucksache gibt vom Hamburger Senat, der vor mehr als einem Jahrzehnt festgelegt hat in der Hamburger Bürgerschaft, dass Schulen sozusagen verpflichtet werden, Wissensmanagement zu betreiben im schulischen Kontext. Wir haben in Hamburg also jetzt ungefähr derzeit noch 35 berufliche Schulen und jede Schule geht mit dem Thema auch strategisch etwas anders um. Bei uns an der GELF machen wir jetzt seit 2004 Wissensmanagement und da habe ich auch als Betreuer gestartet für Wissensmanagement. Das Thema heißt halt, kann man oben so ein bisschen am Logo kennen, WIBES. Und WIBES steht eben für Wissensmanagement an beruflichen Schulen in Hamburg. Ja, wie die Schulen das umsetzen, bleibt ihnen selbst überlassen. Wir haben da relativ, ich sag mal, auch sehr, sehr klein angefangen und war etwas schleppend die ersten Jahre. Muss auch ehrlich so gestehen, dass ich 2004 angefangen hatte und Wissensmanagement nicht als Thema verstanden habe, sondern mehr als Wissensmanagement-Betreuer in Sachen EDV, wenn es darum ging, Benutzerverwaltungen zu betreuen oder halt jetzt bestimmte Dinge auch vorzunehmen auf der Plattform. Es war halt sehr, sehr IT-lastig und ich hatte auch lange Zeit eigentlich nicht wirklich verstanden, was Wissensmanagement eigentlich bedeutet, da ich selbst auch dazu keine Ausbildung hatte und auch keine Weiterbildung. Das ging erst im Prinzip ein Jahr später los, 2005, 2006. Dort, wir haben eine zentrale Institution vom sogenannten HIP, drei Kollegen, die sozusagen das Wissensmanagement systemisch in allen Hamburger Berufsschulen sozusagen integrieren. Und über diese Weiterbildung habe ich mich dann mit dem Thema mehr und mehr angefreundet. Und jetzt kann man wirklich sagen, dass in den letzten, letzten 7, 8 Jahren doch sehr, sehr stark auf dieser Kurve Wissensmanagement aufgestiegen sind und auch mittlerweile sehr, sehr gute Erfahrungen haben dank unserer Schulleitung. Ja, reines EDV-Tool, das war wirklich der Beginn gewesen und jetzt klappt das eigentlich ganz gut. Ja, und warum machen wir das Ganze? Momentan ist es so, dass der Schwerpunkt, der unterrichtliche Kontext Wissensmanagement doch sehr, sehr stark auf die Hotelfachschule fixiert ist, aber in Teilbereichen auch schon in der Berufsschule angekommen ist. Da muss man unterscheiden zwischen dem Lehrerbereich und zwischen dem Schülerbereich. Da wir Blocklagen haben, ist es dort etwas mit der Verwaltung etwas aufwendig gewesen, dort alle 6 Wochen neue Zugänge anzulegen. Deswegen wird in der Berufsschule hauptsächlich von den Lehrern benutzt, Wissensmanagement und auch betrieben. In der Hotelfachschule ist das eigentlich jetzt seit mittlerweile 7, 8 Jahren auch Standard eben für alle Hotelfachschüler, respektive also für die Studierenden, aber auch für das Kollegium. Und warum wir das machen, hat eigentlich drei Gründe, möchte ich kurz darauf eingehen. Einmal haben wir das Thema Heterogenität, was glaube ich jedem bekannt ist, dass in den letzten Jahren nicht nur durch Generation Y, sondern auch durch viele andere Gründe für uns immer aufwendiger wird, beziehungsweise auch immer anspruchsvoller wird das Thema, weil die Leistungsniveauunterschiede doch sehr, sehr stark immer mehr auseinandergehen. Also zwischen sehr, sehr guten Leistungen und eher mittelprächtigen Leistungen. Das wird mehr und das stellt uns nicht vor großen Herausforderungen, um halt sozusagen jeden Mensch dort anzufassen, was das Lernen betrifft und auf die unterschiedlichen Lerntypen sozusagen zu integrieren.
in einem relativ großen Klassen mit knapp 30 Studierenden drin. Und da ist für uns Wissensmanagement natürlich ein sehr wichtiger Ansatz, dieses Thema aufzugreifen und dort auch etwas zu entzerren, indem wir sozusagen versuchen, den unterrichtlichen Kontext mit Wissensmanagement so zu unterstützen, dass wir dort es schaffen, auch über die entsprechenden Lernsettings die Leute entsprechend abzuholen. Ja, und da das Ganze halt immer noch mehr zunimmt und von Jahr zu Jahr eigentlich immer extremer wird, versuchen wir halt mit also ein der wichtigsten Themen eben den sogenannten ganzheitlichen Kompetenzerwerb in den Vordergrund zu rücken an der Hotelfachschule. Und muss jetzt sagen, nach knapp 10 Jahren Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, wüsste ich momentan eigentlich gar nicht von einem pädagogischen Umfeld mal abgesehen, wie man das ohne Wissensmanagement überhaupt noch hinkriegen möchte. Ja, wir bilden aus für die Branche, das heißt für die Hotellerie und Gastronomie. Das ist sozusagen ja unser Hauptkerngeschäft und stellen dann fest, dass in der Branche Hotellerie und Gastronomie das Wissensmanagement zumindest strategisch gesehen und als systemischer Ansatz eigentlich kein Thema ist, sondern eher überwiegend gar nicht gemacht wird oder halt zumindest unbewusst gemacht wird, aber nicht strategisch geplant, was man ja normalerweise unter Wissensmanagement versteht. Damit haben wir eigentlich immer zwei Probleme. Wir haben Studierende, die, wenn sie zu uns an die Schule kommen, mit dem Thema noch nicht betreut sind. Und natürlich auch, wenn die nach 2 Jahren wieder auf den Markt kommen, das Problem dadurch nicht wirklich besser wird. Und deswegen haben wir uns zwar hier vor Jahren mal dazu auch entschieden, das Thema Wissensmanagement auch strategisch in den Unterrichtsplan mit aufzunehmen, was halt auch ein paar Jahre Umsetzung bedauert, das geht nicht von heute auf morgen. Aber wir versuchen das jetzt fest in das Konzept zu verankern und sind da jetzt intensiv auch mit Kollegen im Gespräch, um das Thema jetzt zum Beispiel in Unternehmensführung oder Betriebsorganisation mit reinzunehmen. In meinen Fächern touristisches Marketing und auch IT-Organisation ist das schon sehr, sehr lange drin. Und dadurch versuchen wir halt entsprechend Verluste zu vermeiden und Learning by Doing ist sozusagen da sehr wichtig, damit die Studierenden dort auch tatsächlich das an der Praxis erleben, an der schulischen Praxis, wie Wissensmanagement funktionieren kann und wie es eben nicht funktionieren kann. Ja, warum das so problematisch ist, zeige ich eigentlich dieses Chart. Ich glaube, jeder kennt das so aus dem Umfeld heraus und aus der Presse. Man spricht immer vom sogenannten Fachkräftemangel. Wenn man mit den Experten spricht, werden die meisten aber auch sagen, dass wir eigentlich gar keinen Fachkräftemangel haben, sondern wir haben eigentlich eher ein anderes Problem in der Branche, was eher mit Thema Wertschätzung und mit vielen anderen zu Themen hat und Unternehmensführung und Mitarbeiterführung. Aber es gibt mehr als reichlich Fachkräfte, aber die Abwanderungsquote ist halt sehr hoch. Das heißt, von vielen, vielen Auszubildenden verbleiben halt nur 47 über und davon wandern 23 andere Fachkräfte ab sozusagen, direkt meistens nach der Ausbildung oder direkt nach dem Studium und gehen halt komplett in andere Branchen und das ist so ein bisschen unser Problem, dass wir halt viele für andere Mitbewerberbranchen unsere Studierenden fit machen und wenn man sieht, von 100 bleiben noch 24 erhalten, das ist eigentlich so das einzige Kernproblem, dass eine repräsentative Studie aus 2005. So, und das wäre unser Ansatz für Wissensmanagement. Das heißt, wir versuchen natürlich in dem Studium die Studierenden für das Thema soweit fit zu machen, dass sie in der Lage sind, sich eine eigene Kompetenz zu dem Thema Wissensmanagement aufzubauen, damit eben das Expertenwissen und die Kompetenzen am Gast sozusagen in der Branche als spätere Führungskraft nicht verloren gehen, sondern systemisch integriert werden. Ja, kurz nochmal zurück eben zu früher. Schule ist ja etwas anderes Umfeld als im klassischen Unternehmen. Es gab Anfang der 2004, als wir damit gestartet haben, relativ wenig Motivation, was jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern einfach aus Anlass heraus, Wissen zu teilen, respektive auch mit dem Thema Wissensmanagement zu beschäftigen. Und ich selbst, wie gesagt, damals eben auch nicht verstanden. Das heißt, es war damals und ist auch heute noch extrem viel Wissen vorhanden in der Schule. Aber wie halt im Wissensmanagement üblich ist, auch hier beschrieben sogenanntes Herrschaftswissen, es war nicht systemisch organisiert, es war auch nicht strategisch organisiert,
sondern das Wissen war in den Köpfen der entsprechenden Schüler, Lehrer oder Kollegen drin, die das teilweise halt auch nicht so das Verständnis hatten oder die Notwendigkeit hatten, das Wissen zu teilen. Wobei wir damals 2004 schon bereits angefangen haben, auch sogenannte Lernfeldentwicklung zu machen, und Teamarbeit war damals ein neues Thema, aber wir waren auch einer davon schon, die das angefangen haben und von der eigentlich bestimmte Wissensmenschen gemacht haben, ohne dass wir das eigentlich ausgesprochen haben oder bewusst war, was wir eigentlich tun. Ja, komplexe Lernsituationen. Wir versuchen natürlich die angehenden Betriebswirte mit dem Thema ja für die Branche fit zu machen. Das heißt, es geht nur über Differenzierung und nur über Individualisierung. Und das Bild veranschaulicht etwa so das Problem, was, glaube ich, jeder auch kennt, dass man die Kompetenzen natürlich auf unterschiedlichen Wegen erreichen kann. Und da hat jeder Student und jeder, auch jeder Lehrer natürlich seinen eigenen individuellen Weg, den er gehen möchte oder gehen muss, einfach weil die Eingangsvoraussetzungen sehr unterschiedlich sind. Und unser Thema ist zu halt versuchen, über Wissensmanagement und über entsprechende internalisierte Lernprozesse das Thema entsprechend aufzugreifen. Es wird hier immer so ein bisschen beschrieben, welche Merkmale das eigentlich sind und was so das dann gerne einen Rahmen beschreibt. Die immer komplexer werdende Lehrerrolle ist tatsächlich ein Thema, das kann ich auch nur unterstützen. Ich hatte bis vor 10 Jahren oder 11 Jahren, ich glaube, die gleiche Meinung zu Lehrern, wie so die Rest der Menschheit, die in Deutschland tut, dass Lehrer etwas träge sind und auch nicht sich wirklich fortbilden und da sind meistens doch eine relativ große Kritik an Lehrern geübt wird. Bis vor 11 Jahren habe ich das und auch ständig nur Ferien haben und sowas, hatte ich auch soweit damals für mich auch verinnerlicht. Habe damals schnell festgestellt, dass das doch komplett anders ist in der Schule. Und dass man mittlerweile zu 2/3, überwiegend 2/3, doch sehr, sehr stark, auch in den Ferien und auch an Wochenenden Arbeit, was halt auch nicht wirklich bewusst wird. Und dann bei einer 80-Stunden-Woche, die viele Kollegen haben, das finde ich auch berechtigt ist, dann auch entsprechend sich mal länger als in den Ferien auszuruhen. Was für uns extrem wichtig ist, ist eben, dass wir eher zum Wissensvermittler früher gesehen, wurde eher zum Experten für Lernen werden. Das heißt, die reine Wissensvermittlung steht überhaupt nicht mehr im Vordergrund, weil die haben die Studierenden sozusagen in der Hosentasche, beziehungsweise die Smartphones liegen auf dem Tisch, sondern die Kompetenz, so weit aufzubauen, in der Lage, das, was man googelt, das, was man recherchiert, auch wirklich beurteilen zu können. Und gerade das Thema Google ist ein sehr komplexes Thema, weil es halt erstmal reine Informationsbeschaffung ist, aber noch nichts mit Kompetenzen zu tun hat. Und wir versuchen die halt, die Kompetenzen so weit fit zu machen, dass wir in der Lage sind, auch dazu beurteilen, was man so alles auf dem Bildschirm zu sehen bekommt. Long-Life Learning ist bei uns ein definitives Thema. Wir sind auch gehalten, als Lehrer uns ständig weiterzubilden. Das mache ich intensiv und sehr umfangreich, weil die Themen natürlich immer doch sehr, sehr schnell kommen und auch der Druck aus der Branche sehr, sehr groß ist, sich entsprechend weiterzubilden. Insofern ist das heute eigentlich ein Usus. Was für uns komplett Neuland ist, wir sind jetzt gestartet in einem Pilotprojekt hier in Hamburg. Das sind momentan nur 2 Schulen von 35 insgesamt. Und wir haben jetzt angefangen, systemisch integriert in das Thema Wissensmanagement uns operativ und strategisch mit dem Thema Distance Learning zu beschäftigen. Das heißt, wir auf den Punkt gebracht, wir haben jetzt eine sogenannte Lernplattform, ein Learning Management System. Das Pilotprojekt ist jetzt im September gerade gestartet und läuft jetzt bis nächstes Jahr, Sommer 2017. Und über diese Lernplattform versuchen wir halt die besagten Themen aufzugreifen, damit wir halt dort auch nicht bloß Wissensmanagement machen können, sondern auch ort- und zeitungebundene Lernangebote darstellen können, die halt unabhängig sind auch von Klassenräumen. Ja, wie gehen wir da vor? Wir haben sehr, sehr starke Kontakte zur Praxis, zur beruflichen Praxis in Hamburg und eigentlich auch in ganz Deutschland. Speziell bei uns im touristischen Marketing Schwerpunkt läuft das eigentlich so, dass wir sehr, sehr viele Workshops haben mit externen Referenten von in der Regel halt Marketingagenturen und die laden wir zu uns Unternehmen ein
Oder auch in dem Fall umgekehrt, haben wir jetzt jedes Jahr so ein bis zweimal, werden Studierende, in der Regel ausgewählte Studierende, zu einem sogenannten Think Tank Workshop eingeladen. Das heißt, wir verlagern sozusagen den Unterrichtsort in ein Unternehmen rein und hatten jetzt mit einer Marketingagentur in Hamburg, einer digitalen Agentur, das Thema iBeacons an einem 8-stündigen Workshop hier mal durchgespart, um mal zu schauen, wie kann man da entsprechende Problemlösungsstrategien im Bereich Online-Marketing entwickeln. Das Tolle eigentlich war mit dabei, obwohl ich mich seit 10 Jahren mit Online-Marketing sehr, sehr intensiv beschäftige und sehr stark weiterbilde, man kann auch hier sehr, sehr viel extrem lernen. Einmal, weil man seine Studierende komplett in so einem anderen Umfeld komplett anders wahrnimmt. Und natürlich profitieren auch ich als Kollege, als Lehrer davon, weil wenn dort natürlich an Wissen rankommt, an das man sonst keine Chance hätte, daran selbst sich aufzubauen. Und da greift für uns auch wiederum Wissensmanagement, weil natürlich nach diesen Veranstaltungen, nach den Workshops, die Studierenden sozusagen das erworbene Wissen, was sie vorher niemals eine Chance gehabt hätte, sich zu erwerben, natürlich in die entsprechende Community sozusagen wieder zurückscheren und aus diesem impliziten Wissen dann ein explizites Wissen wird. Und damit haben wir ja den Wissen, was ja eben auch systemisch sozusagen organisiert und gewährleistet. Damit andere auch was von haben, die nicht an einem Workshop teilgenommen haben, dafür gibt es bei uns halt sogenannte Kompetenzchecklisten, wo man eine individualisierte Selbstüberprüfung machen kann von seinem Wissen. Und die gibt es mittlerweile eigentlich für jeden Kurs und dort werden diese Inhalte entsprechend integriert und jeder Studierende hat die Möglichkeit, sein eigenes Wissen dort zu überprüfen. Ja, das ist ein Studierende, der genau das nämlich gemacht hatte letztes Jahr, der an diesem Think Tank Workshop mit teilgenommen hat, auch extrem hoch begeistert war, ist ein gelernter Koch, muss man so sagen, hatte mit Online-Marketing überhaupt nichts am Hut, auch überhaupt keinerlei Marketing-Erfahrung oder nichts ähnliches als reiner gelernter Koch. Ja, und durch diesen Workshop kam er in Kontakt mit dem Unternehmen und arbeitet heute mittlerweile als Projektmanager bei dieser Online-Marketing-Agentur. Und ich denke mal, viel mehr Erfolg kann man nicht wirklich haben. Und das war im Prinzip ein halbes Jahr, bevor das Studium vorbei war. Also muss ich sagen, toll nochmal und Dank an Christian auch für die Unterstützung. Ja, Thema Wissensziele, bin ich ganz ehrlich, gab es früher nicht. Es gab natürlich keine Wissensziele, außer wir hatten nämlich sehr klar Lernziele, das auf jeden Fall. Aber Wissensziele gab es nicht, weil wir auch keine Ressourcen hatten, beziehungsweise auch noch keine Strategie, wie wir damit umgehen wollen. Das wird sich jetzt aber maßgeblich ändern über das sogenannte Learning Management System. Hier kann man so einen kleinen Screenshot erkennen, Erledigungsstatus, Leistungsstatus und Erfüllungsstatus. Das heißt, über das Learning Management System haben wir die Möglichkeit, auch zum Beispiel sogenannte KPIs, also Key Performance Indicator sozusagen dort zu integrieren und zu entwickeln, um zum Beispiel eine Interaktionsrate zum Beispiel zu erhöhen. Oder dass man sagt, alle Kursteilnehmer, die jetzt an einem bestimmten Modul teilgenommen haben, setzt ein Ziel, dass halt die entsprechende Punktebewertung, das sind Hamburger Punkteschlüssel 0 bis 15, dort zum Beispiel um 3% steigt. Das heißt, wir können die Erreichung unserer Lernziele in Wissensziele sozusagen darstellen und wir können sie dann sozusagen von da aus auch entsprechend visualisieren und auch evaluieren, um entsprechend daraus weitere Maßnahmen zu abgreifen. Das ganze System wird, ist dieser momentan komplett noch Neuland und wir sind noch ganz am Anfang. Das geht weiter, dass sie auch später über das System auch Zertifikate ausstellen können und deswegen gibt es hier auch so einen Erfüllungsstatus, schon, wer hat schon ein Zertifikat erreicht nach seiner Online-Prüfung. Ja, so sieht eine Checkliste mal aus, einfach exemplarisch im Thema Datenschutz, Compliance und IT-Security. Und hier sind die entsprechenden Lernziele hinterlegt und auf der rechten Seite hat man halt die Möglichkeit, ein Kreuzchen zu setzen, um sich dort sozusagen festzulegen und eine Selbsteinschätzung zu treffen, in welchem Bereich man jetzt hier steht und wo man glaubt, wo man auch entsprechende Unterstützung braucht im rechten Bereich oder wo man links sagt, kann ich, weiß ich und würde mich in der Lage dazu beurteilen.
Ja, und wir haben mit den Schülern halt dementsprechend oder schließen eine Verabredung, dass diese Kompetenzchecklisten online gestellt werden müssen. Das ist jetzt neu seit dieses Jahr. Früher war es freiwillig, was nicht wirklich gut funktioniert hat, bei den guten ja, bei den schlechten nicht. Deswegen ist es jetzt mittlerweile komplett verbindlich. Das heißt, jeder Studierende muss seine Kompetenzchecklisten ausfüllen, er muss sie online hochladen, um eben auch dort Wissensmanagement-Aspekte abzugreifen. Und wir kommentieren als Lehrer sozusagen über eine klassische Word-Kommentarfunktion die entsprechenden Inhalte. Und dadurch findet eben auch ein Stück weit Wissensmanagement statt, weil auf diese Kompetenzchecklisten haben auch alle anderen Studierenden den Zugriff. Ja, das ist jetzt wieder ein exemplarisches Beispiel. Sicherlich gibt es noch welche, die sich da nicht so freuen, aber ich glaube, dass der überwiegende Teil jetzt mal selbstkritisch betrachtet, das doch recht gut findet. Wir haben ja auch Kurse, wo wir teilweise 90 Studierende in einem Kurssetting haben, die ansonsten gar kein Feedback bekommen würden, weil es eher Vorlesungsstil ist. Und von der, glaube ich, ist das schon nicht selbstverständlich, auch bei 90 Personen dort ein Feedback vom Lehrer zu bekommen, wo man steht. Und dadurch, durch diese Bewertung des Wissens, tragt man natürlich auch zum Wissensmanagement mit dabei. Ja, nochmal abschließend ein paar Takte nochmal zum Thema Blended Learning. Mit diesem Learning Management System ist definitiv kein E-Learning-Konzept verbunden. Das muss man vielleicht nochmal klar zum Ausdruck bringen. Also wir werden kein E-Learning machen, wo im Prinzip der Unterricht ersetzt wird und die Kollegen nicht mehr gebraucht werden und alle nur noch zu Hause am Rechner sitzen. Das ist definitiv nicht der Plan, nicht die Strategie, sondern definitiv das Thema Blended Learning, also sogenanntes Verschnitt-Learning. Bedeutet, dass es immer zusätzlich zum klassischen Unterricht sein wird. Zusätzlich bedeutet nicht jetzt abends oder am Wochenende, sondern einfach integriert in den Unterricht Blended Learning Inhalte dabei sein. Bedeutet, es gibt, das ist ein klassischer Kompetenzentwicklungsprozess, immer erstmal im Prinzip eine klassische Unterrichtseinheit in Form von einer Unterrichtsveranstaltung, also normalen regulären Unterricht, in welchem Setting auch immer. Und anschließend nach dem Kickoff und nach den entsprechenden Vereinbarungen, die man getroffen hat, was sind die Lerninhalte, bis wann sind die Lerninhalte abzugeben, technische Erklärungen, das sind in den sogenannten Kickoff-Workshop, gibt es dann halt eine entsprechende eigenverantwortliche und selbstorganisierte Bearbeitungsphase, wo die Studierenden dann sozusagen über das System entweder kollaborativ arbeiten können oder auch einzeln arbeiten können, um dort sozusagen ihre Lerninhalte dementsprechend oder Arbeitsaufträge digital dort abzubilden. Und anschließend kommen wir dann Step 4 dann sozusagen wieder zusammen und tauscht sich über das Erlebte entsprechend aus. Hier ist das Thema Reflexion ganz wichtig, um halt nochmal sozusagen zu dem Punkt Einzug zu kommen, zu schauen, hier war ich gewesen, dort bin ich jetzt angekommen. Was habe ich da mitgenommen, was hat mich behindert, was hat mich gefördert bei dem Thema? Ja, das ist so im Groben das Thema Blended Learning. Wie kann systemisches Wissen nicht gelingen, beziehungsweise in dem Fall, wie kann es gelingen aus Sicht der Schule? Das ist eigentlich nicht anders wie beim Unternehmen auch, nur wenn es top-down gelebt wird, also sprich von der Unternehmensleitung, in dem Fall bei uns von der Schule angefangen, wenn es dort nicht vorgelebt wird, dann wird es natürlich nicht funktionieren. Das kann ich jetzt an dieser Stelle aber würde ich auch so offiziell mitteilen, dass wir da Gott sei Dank und nicht selbstverständlich alle Schüler haben, die das Thema sehr, sehr stark und sehr intensiv fokussiert. Auch strategisch und systemisch implementiert in der Schule und auch wirklich alles Mögliche tut, um das Thema Wissensmanagement zu unterstützen. Und meine Wunschvorstellung wäre, jeder Kollege muss sich ja entsprechend mit einer bestimmten Stundenanzahl weiterbilden, dass wir dort zukünftig dazu auch auf der neuen Lernplattform sozusagen einen Kurs anbieten können, einen sogenannten Wissensmanagement Fitness-Check, wo jeder Kollege sich dann die Möglichkeit hat, zum Thema Wissensmanagement entsprechend individuell und interessiert weiterzubilden. Ob das denn angenommen wird, ist eine zweite Frage natürlich, aber zumindest hätte man eine Chance, das entsprechend zu tun und auch 120 Kollegen entsprechend abzugreifen.
Wir sind auch dabei, jetzt wie gesagt in Unternehmensführung das Thema mit zu integrieren, weil für uns ganz klar Business Management auch eine Methode ist, der nicht bloß mit der Fachkompetenz, sondern vor allem ist es für uns eine ganz klare Führungsaufgabe und dadurch muss es eigentlich in das Thema rein. Ja, dann wäre ich soweit am Ende. Und stehe für weitere Fragen zur Verfügung. Dann vielen Dank erstmal für den interessanten Vortrag und die interessanten Informationen. Ich habe mir einige Fragen jetzt dazu im Laufe des Vortrags so notiert. Das eine ist, Sie haben gesagt, dass wir diese Lernangebote, diese Blended Learning Angebote erfolgen mit einem Lernplattform zusätzlich zum klassischen Unterricht. Ja. Wie würden das jetzt in die, ich sag mal, Leistungspakete dieser Lehrenden zum Beispiel und Lernenden integriert? Wenn das zusätzlich ist, dann klingt das ja erstmal nach deutlich mehr Aufwand, also nach deutlich mehr Zeitbedarf. Wie ist da der Gedanke von der Regelung? Hm? Ja. Nein, ist definitiv so. Also klar, mit allen neuen Projekten hat man am Anfang immer mehr Arbeit, mehr Aufwand natürlich. Also der Aufwand ist schon sehr, sehr groß. Da darf man sich auch nichts vormachen und alles andere wäre auch faktisch gelogen. Der Aufwand ist sehr groß, weil natürlich es hat einmal eine technische Hintergrund. Das System ist sehr, sehr komplex. Ich gehe mal davon aus, wir brauchen da mindestens 4 bis 5 Jahre, bevor wir alles sozusagen nutzen können, was das Systemplattform bietet. Die Technik ist ja eine Herausforderung, da hängen auch externe Dienstleister mit dran, aber die Hauptherausforderung besteht eigentlich da drin, einmal so eine Art Sharing-Kultur erstmal und auch eine schulische Kultur erstmal dorthin zu kriegen, was ein Prozess über viele, viele Jahre ist, um die Kollegen erstmal da so weit aufzubecken, bereit sind, daran teilzunehmen. Und der dritte Aspekt ist einfach der, dass man mit den Unterrichtsunterlagen, die der ja längst noch nicht alle digitalisiert haben an der Schule, sondern teilweise ja noch auch mit OAP gearbeitet wird und eben auch mit klassischen Kopien und sehr, sehr stark papierfokussiert noch, das natürlich nicht für meine persönliche Begrifflichkeiten, aber für viele Kollegen, der erste Schritt wäre erstmal alles zu digitalisieren, was ein riesengroßer Zeitaufwand ist natürlich. Ne? Ein vierter Punkt ist, das ist eigentlich der Hauptschwerpunkt, was nicht funktioniert ist, dass man einen klassischen Arbeitsauftrag oder einen klassischen Leistungsnachweis nimmt, den auf ein Learning Management System draufstellt und sagt, okay, jetzt machen wir Blended Learning, weil ich es jetzt digital abgebildet habe. Das machen wir ja schon seit 10 Jahren mittlerweile, dass wir Arbeitsaufträge online darstellen, aber das hat noch nichts mit Wissensmanagement zu tun und auch noch nichts mit Blended Learning. Ja, der Aufwand ist einfach extrem groß, also man muss einfach Lust dazu haben, man muss auch vor allem von dem Thema überzeugt sein. Und dann wird es funktionieren, aber man darf dann nicht erwarten, dass man da großartige Unterstützung bekommt, was jetzt andere Ressourcen betrifft. Ja genau, das war gerade meine Idee, wie kriegt man die Leute, die Kollegen jetzt motiviert, da mitzumachen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es jetzt, sage ich mal, 30% mehr Personal gibt, um das Gesamte jetzt einzuführen und die bestehenden Leute zu entlasten. Ja, gerade ja. Wenn das jetzt eine Mehrbelastung über mehrere Jahre ist, stelle ich das schon als Herausforderung vor. Ja. Gibt es da schon Ideen, wie man die Leute jetzt da mitzumachen? Ja, ja, Ideen haben wir da ganz viele und auch die Schulleitung hat da eine ganz klare Vorstellung zum Thema. Eigentlich auch die Erwartungshaltung, dass dort entsprechende Ressourcen von der Schulpolitik in Anführungszeichen oder vorgesetzten Schulbehörden zur Verfügung gestellt wird. Erwartungshaltung ist da und wir sind auch in Gesprächen, aber ich denke mal, dass es dadurch ein ganz neues Thema ist, zeigt auch die Erfahrung, dass solche Dinge oftmals viele, viele Jahre brauchen, bis sie tatsächlich von der Akzeptanz auch nicht umgesetzt werden. Das ist halt leider nicht wie im Unternehmen, dass man sagt, ich schaffe jetzt eine Planstelle und dann wird nächstes Jahr budgetiert und dann geht's los. Das funktioniert leider im schulischen Kontext leider nicht. Also man muss erstmal ein paar Jahre wirklich idealistisch an so ein Thema rangehen, um das auch wirklich nach vorne zu bringen. Ne? Können Sie sagen, für welche Lösung Sie sich für die Lernplattform entschieden haben und wie das aufgebaut ist, dass man sich vorstellen kann, was dort entsteht? Ja, klar.
Also wir arbeiten technisch gesehen, arbeiten wir, oder also jedes Wissensmanagement ist sozusagen nur das Synonym. Wir arbeiten technisch mit der sogenannten SharePoint-Server von Microsoft. Also alle Schulen in Hamburg, also die beruflichen Schulen, vornehmlich. Und wir haben jetzt gerade vor den Sommerferien aktuell migriert auf SharePoint-Server 2013. Und das ist sozusagen unser Schulintranet, wenn man so möchte. Und es gibt weltweit tatsächlich momentan nur einen einzigen Anbieter, der nennt sich eLearning Force oder LMS 365, der sozusagen eine Lernplattform in den SharePoint integrieren kann. Da gibt es ganz, ganz wenige Anbieter, also wie gesagt, mir ist auch dieses eine bekannt. Und dieses eLearning Force Produkt sozusagen ist ein amerikanisches Produkt aus Kanada. Das wird über einen deutschen Partner sozusagen vertrieben. Und da sind wir schon ein paar Jahre mit dabei, das ins System bei uns integrieren. Was auch einen großen Vorteil hat, ist eben, dass von der Optik, vom Look und Feel genau das gleiche ist, was SharePoint vorher auch schon hatte. Also optisch gar keine Umstellung für die Kollegen. Und der zweite Punkt ist, dass wir eine zentrale Benutzerverwaltung haben. Das heißt, der Kollege oder der Schüler kann sozusagen mit einem Login sozusagen beide Bereiche, also das klassische Schulintranet und das Learning Management System direkt aufgreifen. Meine nächste Frage, das ist eine gute Überleitung zu dem SharePoint. Ich habe der Präsentation entnommen, dass das SharePoint schon länger im Einsatz ist. Wie wird denn das bisher verwendet für die Communities, für die Schüler, für die Lehrer? Und was davon hat sich bewährt, was vielleicht nicht ganz so? Ja, also wir machen es seit 2004 SharePoint, haben also deswegen schon einige Lebenszyklen hinter uns gebracht. Von bis möchte ich sagen, also von würde ich nur das von Dokumenten hochladen, bis hin zu irgendwelchen Schulkalendern zu pflegen, Hyperlink-Listen anlegen, Aufgaben zur Verfügung stellen. Also gibt Kollegen, die nutzen das sehr, sehr intensiv. Es gibt Kollegen, die nutzen das, sagen wir, rudimentär. Da ist natürlich auch nochmal auch die pädagogische Entscheidungsfreiheit natürlich auch so ein begrenzendes Thema. Der eine möchte verwenden, der andere möchte nicht so nehmen. Wir haben ja im Prinzip in jedem Klassenraum mittlerweile Smartboards. Wir arbeiten mit sogenannter Virtualisierung, also mit Thin-Clients, sodass wir also von der technischen Ausstattung also extrem gut aufgestellt sind, auch im Vergleich zu anderen Schulen. So dass die technischen Möglichkeiten auf jeden Fall sehr, sehr gut sind, wenn man digitalisiert arbeiten möchte, das auch tun kann, wenn die halt die persönliche Voraussetzung da ist. Also tendenziell muss ich sagen, sind wir da auf einem sehr, sehr guten Schritt, ganz ohne Frage. Aber es lenkt sich so, dass wir jetzt da wirklich alle komplett abgegriffen haben. Da sind wir immer noch auf dem Weg nach oben. Was nutzen denn die Studierenden so am intensivsten und was nutzen so die Lernenden so am intensivsten daraus, so gefühlsmäßig? Also von den Lehrern ist es tatsächlich so, dass das einige Schulintranet, was bei uns ja getrennt ist, es gibt einen Schüler- und Lehrerbereich, die sind hermetisch voneinander abgeriegelt aus Datenschutzgründen, ist so, dass ich da eigentlich nicht würdig insofern eine verbindliche Aussage machen kann, da wir keine Nutzermessung machen dürfen aus Datenschutzgründen. Also es ist eine reine gefühlte Bauchgeschichte, was ich jetzt im Bereich Schule mitkriegen kann. Also wir haben Qualitätsmanagement-Handbuch, was sehr intensiv genutzt wird. Es gibt einen Schulkalender, es gibt Ankündigungen der Schulleitung, das wird sehr stark genutzt natürlich. Aber es läuft auch sehr vieles noch über E-Mail, ganz klassisch. Und im Bereich der Schüler ist auch das wieder sehr unterschiedlich abhängig vom Lehrer. Also ich bin da vielleicht ja so ein bisschen voreingenommen natürlich, weil ich es halt sehr intensiv nutze. Mit allen Facetten, das heißt, unsere Arbeitsaufträge werden eben online eingestellt. Wenn Arbeitsaufträge mit entsprechenden Deadlines versehen werden, gibt es entsprechend eine Aufgabenliste, wo eine Zuständigkeit, ein Datum, eine Uhrzeit mit dabei steht. Wir haben eine sehr umfangreiche Hyperlink-Liste. Wir arbeiten jetzt mit einem Wiki, mit einem Unterrichtswiki sozusagen, wo halt alle Inhalte thematisiert werden, die im Unterricht aufgegriffen werden. Da passt auch mit YouTube eingebunden werden und so weiter. Also ja, ich komme wirklich von bis. Also es gibt da keinen Standard, der da so schuleinheitlich wäre.
die Lernenden, also eigentlich bietet sich ja so eine Plattform zum Beispiel wie SharePoint an, zu bestimmten Themen zu diesem Erfahrungsaustausch zu machen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, habe ich mitgekriegt, gerade bei den jüngeren Lernenden häufig die Tendenz, dann hier zum Austausch auch für schulische Themen zu WhatsApp-Gruppen zu gründen und sich darüber auszutauschen. Wie ist denn da so der Trend? Nutzen die jetzt das SharePoint zum Austauschen der Unterrichtsinhalte oder verstärkt diese WhatsApp, wie ist denn da die Prioritäten und wie funktioniert das? Ja. Ja, muss ich zweigleisig beantworten und jetzt auch verschiedene Hüte aufsetzen, sozusagen. Einmal aus Lehrersicht und einmal aus Sicht eines IT-Administrators. Ich fange erst mit der Lehrersicht an. Es ist definitiv so, von dem, was man mitbekommt, dass auch bei uns an der Schule trotzdem noch natürlich und auch, ich glaube, an anderen Schulen genauso sehr viel über WhatsApp oder über Facebook kommuniziert wird. Sowohl Schüler unter Schüler, wie auch Schüler unter Lehrer. Man kriegt nicht alles mit natürlich, aber ich weiß, dass dem ganz häufig so ist. Weil es eben ein sehr schnelles Medium ist natürlich und fast jeder es hat. Das ist die eine Geschichte. Es gibt auch viele natürlich, die sagen, okay, ich möchte kein Facebook haben, ich möchte auch kein WhatsApp haben, aus unterschiedlichen Gründen heraus, häufig immer aus Datenschutzgründen heraus. Wir können und dürfen natürlich niemanden dazu zwingen, zu sagen, wenn du mit mir kommunizieren möchtest, dann musst du WhatsApp haben oder du musst mit nur Facebook befreundet. Das ist ein absolutes, totales No-Go natürlich. Das ist rechtlich auch überhaupt nicht legitim. Wir hatten auch über Jahre lang zum Teil auch andere Plattformen als SharePoint verwendet, weil SharePoint natürlich nur bedingt kompatibel ist mit Smartphones. Muss man ganz ehrlich zu sagen, natürlich. Also auch da haben wir das Thema bald vom Tisch, weil es in Zukunft auch Apps geben wird, wo wir die Apps dann auch entsprechend andere machen können. Aber es ist halt kein System, was sagen wir jetzt so relativ einfach auf dem Smartphone laufen würde. Bei der jungen Generation ist natürlich alles sehr stark Smartphone fokussiert, was auch verständlich ist. Und von der die Akzeptanz in den letzten Jahren über eine Kommunikationsebene doch eher schwierig war. Dokumentenmanagement und auch Wissensmanagement funktioniert, alles kein Thema, aber wenn es um kurze, schnelle Absprachen ging, dann hat man doch eigentlich alle Kanäle verändert. Das hat sich ja letztes Jahr etwas geändert. Wir haben jetzt auf dem SharePoint einen sogenannten Newsfeed eingebunden. Und Newsfeed ist das, was man von Facebook erkennt oder von WhatsApp, wo man sozusagen in Echtzeit miteinander kommunizieren kann. Das Ganze halt auch dann datenschutzkompatibel, weil wir in einem geschlossenes System sind, was auch mit dem Hamburger Datenschutz kompatibel ist und Hamburger Schulrecht kompatibel ist. Wir haben entsprechend auch eine Dienstvereinbarung, die da mit allen Beteiligten über Jahre lang ausgehandelt worden ist. Also da sind wir rechtlich auf einem sicheren Wege. Muss andererseits noch zu sagen, aus IT-Administrator-Sicht, wo ich auch für Datenschutz verantwortlich bin, es gibt von der Schulbehörde eine ganz relativ sehr klare und eindeutige Aussage verschriftlicht zu dem Thema, dass es Schulen und das sagt jetzt WhatsApp oder Facebook zur schulischen Kommunikation zu benutzen, eben aus Datenschutzgründen, weil man ja auch Bewegungsprofile, Stammprofile entsprechend nachvollziehen kann zwischen Lehrern und Schülern, es eigentlich nicht erlaubt ist zu tun. Ich weiß auch, dass es trotzdem teilweise gemacht wird. Ne? Das war meine Frage dazu. Also ich finde ja die Richtlinie als solche, also wer mich persönlich kennt, weiß das durchaus für richtig, weil ich selber versuche, dieses System relativ wenig zu verwenden, gerade aus Datenschutzgründen. Und deswegen finde ich das spannend, dass man jetzt die Möglichkeit hat, tatsächlich zu sagen, okay, diese Kommunikationsplattform gibt es und dadurch hat man eine Möglichkeit zu sagen, der Austausch erfolgt eben über diese SharePoint-Lösung. Und sowohl Lehrer als auch Lernende haben die Möglichkeit, das dort zu verwenden. Und dann hofft man, dass die Smartphone-Anbindung in Zukunft noch sich doch verbessert. Also es ist immer zweischneidiges Schwert. Ne? Also privat nutzt man das selbstverständlich natürlich, aber ich denke, hier hat man auch eine gewisse Verantwortung natürlich. Ich finde es
da nicht bloß datenschutzrechtlich, sondern es hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Natürlich so kurze Terminabsprachen kann man immer gerne über WhatsApp-Gruppen machen, das ist kein Thema. Aber was halt gar nicht geht, sind eben personalisierte Inhalte oder irgendwelche sensible Informationen über ein Portal, wo die Daten in den USA liegen, über die Welt zu streuen. Das finde ich ein totales No-Go. Gut, mir war noch ein was aufgefallen, ich weiß nicht, ob das für alle klar ist. Was sind denn so iBeacons? Der Begriff tauchte da so ja, auf, dass man das gelernt stimmt. hat in dieser Online-Marketing-Agentur. Ja, richtig, genau. Ja, stimmt. Also iBeacons ist, das sind kleine Funksender. Und zwar Funksender, die man im Prinzip eigentlich überall anbringen kann, wo man möchte. Relativ klein und handlich, kann man auch bei Amazon Holmdeller schon kaufen natürlich. Und diese Funksender funktionieren eigentlich so, dass man die programmieren kann. Das hört sich jetzt super komplex an, ist eigentlich eine Sache von wenigen Minuten. Kann man sozusagen an die Wand ankleben zum Beispiel, an Eingangsbereichen, Türen, in Konferenzräumen, man kann die wo auch immer man möchte anbringen. Über diese Programmierung kann man verschiedene Funktionalitäten aufrufen. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Workshop dann halt das Szenario durchgespielt, wäre doch eigentlich toll, wenn man zumal als Geschäftsreisender in ein Hotel reinkommt, dort eben eincheckt, zumal vielleicht auch mobil sogar eincheckt über eine App, zum Beispiel über den iBeacon-Sender erkannt wird, weil das ja über in der Regel über Bluetooth aufgetauscht wird, das heißt, der Sender weiß, welcher Gast da jetzt gerade reinkommt, und dann den Zugangscode für das Hotel-WLAN zum Beispiel dort entsprechend gleich auf Display gepusht wird. Das ist eine Ansetzmöglichkeit. Die zweite wäre die halt für zentrale, wichtige Kommunikationsinformationen im Bereich von Flughäfen oder Bahnhöfen zum Beispiel, wo halt man dann eine Möglichkeit hat, jetzt doch eine große Menschenmasse zu erreichen, die man sonst nicht erreichen würde. Also es gibt ganz unterschiedliche Einsatzbereiche. Also es wird auch im Bereich jetzt vom Handel momentan sehr stark genutzt. In Deutschland ist das Thema Datenschutz hat so ein bisschen ein Problem auch, ne? Sportdeck und viele andere haben das schon getestet, um jetzt zum Beispiel individualisierte Werbung auf dem Smartphone, auf dem betreffenden Anwender sozusagen zu schicken. Wenn man weiß, da hat bestimmte Vorlieben für bestimmte Sportschuhe zum Beispiel, dann wird man halt in einem Store, in einem Laden hin sozusagen zu dem Produkt geführt, für das man sich vorher sozusagen in Google dafür interessiert hat. Also personalisierte Werbung sozusagen. Mhm. Gut. Ich habe noch eine Frage jetzt, Ben. Sie hatten ganz am Anfang erwähnt, dass Sie diese sich gar nicht mehr vorstellen können, ohne diese Wissensmanagement-Lösung auf die diesen ganzheitlichen Kompetenzerwerb von den ja. Lernenden eingehen zu können. Welche Bereiche der Kompetenzen sehen Sie denn hauptsächlich adressiert durch den durch diese Wissensmanagement-Lösung? Na, spannende Frage. Ich glaube, das sind mehrere. Also einmal sehe ich das ganz große Thema Sozialkompetenz natürlich, weil wir sind jetzt aktuell wieder dabei, das Thema Aufbau einer Sharing-Kultur an der gesamten Schule zu beginnen. Das erfordert natürlich eine ganz hohe Sozialkompetenz, weil Lehrer Individualisten sind, auch wenn bei uns weniger als vielleicht woanders, aber es sind immer noch Individualisten und jeder entscheidet bestimmt mehr damit er selbst, was er tut, was er macht, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass Sozialkompetenz da extrem wichtig ist natürlich, ne? Weil man muss ja bereit sein, nicht bloß im Team sich abzusprechen, sondern muss auch bereit sein, von seinen eigenen Unterlagen loszulassen und nicht drauf zu sitzen wie eine Henne, sondern einfach sagen, okay, ich bin bereit, mit anderen meine Unterlagen zu teilen und da haben wir, glaube ich, einen weiten Weg vor uns, was aber für jede Schule ganz normal ist natürlich, weil auch einfach zum Teil Ängste und Vorbehalte da sind. Ja, und zweite Geschichte ist das Thema Methodenkompetenz natürlich. Ich meine, nicht bloß SharePoint ist ja eine anerkannte weltweite eingesetzte Plattform, das ist, glaube ich, unumstritten. Aber natürlich auch der Umgang mit solchen Werkzeugen, möchte ich sagen, ist ja schon, was man sagen kann, das erfordert eine gewisse Kompetenz. Und das kann bestimmt auch nicht jeder. Und viele haben auch Angst davor, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann, weil dann das mir zu komplex und zu mächtig, was dahinter steckt. Also von daher ist, glaube ich, so Methoden total kompetent, das vordergründige. Gut.
Ich habe noch eine letzte Frage, die stelle ich jetzt meistens vor Weihnachten, sage ich dann in Ordnung, jetzt, wir haben jetzt Weihnachten, wenn man sich jetzt was wünschen könnte, was so in Erfüllung geht, so in den nächsten 1 bis 2 Jahren, wo Sie denken, das wäre toll, wenn das jetzt klappt und sich so entwickelt. Welche Punkte sind denn das in Ihrem Bereich jetzt für das Wissensmanagement da? Ja, ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Ja, passt gut zu Weihnachten, das ist richtig. Kleines Wunschkonzert. Also ich habe mir auch die Fahne geschrieben natürlich, dass wir, ich habe da Gott sei Dank viele, viele Kollegen, die mich da unterstützen. Und auch eine ganz tolle Schulleitung, die mich da unterstützt. Dass wir halt das Thema Sharing-Kultur an der Schule, was wir überhaupt nicht technisch angehen, sondern wirklich rein erstmal nur auf persönlicher Ebene, dass wir es da wirklich schaffen, doch vielleicht einen großen Teil von unseren Kollegen und auch von den Schülern und Studenten dort mitzukriegen und denen auch diesen Mehrwert einfach wirklich nochmal verständlich zu machen, warum geht es überhaupt. Ne? Wir sprechen nur eigentlich über Sharing und soziale Netzwerke sind auch kein Neuland mehr in Deutschland. Also wir tun es ja im privaten Bereich mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit, überwiegend, möchte ich mal sagen. Aber halt im beruflichen Umfeld ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Und das würde ich mal halt doch schon wünschen, dass wir da doch relativ schnell Erfolge erzielen können. Ja, und der zweite Punkt ist ja, dass ich mich freue. Auch da ist nicht selbstverständlich, dass es unterstützt wird. Ich werde nächstes Jahr an der Universität in Hamburg ein Online-Studium machen. Das beginnt jetzt im Februar 2017 und werde dort im Rahmen von einer 150-stündigen Online-Fortbildung oder Studium dann ein zertifiziertes Wissensmanagement-Studium machen, was ich halt auch in die Schule integrieren möchte. Ja, und das sind so meine zwei Highlights und wenn das alles klappt, würde ich mich das freuen. Gut. Also dann bedanke ich mich vielmals, dass Sie die Zeit hatten, uns Ihr Wissenszentrum vorzustellen, vor allem auch die Bereitschaft dazu. Es ist sicher ganz interessant für, ich sag mal, viele Hochschulen berufliche Fortbildung, sich dieses Beispiel anzuschauen. Also ganz vielen Dank dafür. Und ich Ja, wünsche gerne. auch eine schöne Weihnachtszeit und guten Rutsch ins neue Jahr. Und Ja. Sie noch ein, zwei Worte sagen? Ja, erstmal Ihnen auch erstmal danke für die Möglichkeit und danke nochmal an Frau Vollmer auch für das nette Gespräch. Und kann vielleicht abschließend noch einen Hinweis geben, dass in der Präsentation zur Verfügung gestellt wird, im Impressum es einen Link gibt zu einer Webseite von unserem Hamburger Institut für berufliche Bildung. Dort wird das gesamte Thema Wissensmanagement mit entsprechenden Strategiekonzepten öffentlich dargestellt. Wir haben mittlerweile jetzt auch 4, sogar 5 verschiedene Videos auf einem YouTube-Channel hinterlegt zum Thema Wissensmanagement. Und wer halt nochmal vertiefte Informationen zum Thema haben möchte, jetzt das neue Learning Management System, gestern erst rausgekommen, der kann gerne auf dem YouTube-Channel mal draufschauen.